Herzlich willkommen bei den How-To-Buddies. Heute zeigen wir euch, wie ihr beim Emporia Smart 6 die Akkuanzeige in Prozent darstellen könnt. Denn wie ihr sehen könnt, ist hier die Akkuanzeige momentan zwar ganz gut ersichtlich, ich kann aber nicht sehen, ob die jetzt gerade bei 70% liegt, bei 90%, 85% oder 95%. Das ist bei der Standard-Android-Oberfläche anders. Dort kann ich direkt hier sehen, wie stark und voll der Akku ist. Man muss aber auch verstehen, dass eben das Handy selber ja für ältere Menschen gedacht ist und für Menschen vielleicht auch mit Seheinschränkungen. Da würde es gar nicht so viel bringen, wenn man dann sagen würde, man macht hier in Mikroschrift eben hier die Akkuanzeige rein in Prozent, weil die das sowieso sehr, sehr schwer lesen können. Da müssen sie vielleicht erstmal ihre Lesebrille holen und so weiter, wenn man schon sieht, dass die Symbole hier so groß sind. Deswegen hat sich Emporia etwas ganz Cooles einfallen lassen, und zwar einen einfachen Tipp. Ich tippe also einmal da drauf und schon sehe ich, ah okay, dieser Akku hat noch 84%, ich tippe nochmal drauf und dann ist es weg. Ja, es ist ein zusätzlicher Tipp, den man vielleicht nicht hätte, wenn das dort drin schon stehen würde, aber nochmal, die Zielgruppe vom Emporia Smart 6 sind eben die Älteren und die Menschen, die vielleicht nicht so gut sehen können, und deswegen finde ich es tatsächlich viel einfacher und viel bequemer, wenn man einmal hier oben drauf tippt und dann sehe ich auch schon, wie voll mein Akku ist. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.